30 oder was jetzt, oder was?
Herzlich willkommen bei Centro Cristiano Weinfelden. Bienvenidos al Centro Cristiano en Weinfelden. Ein idealer Ort für eine geistliche Begegnung. Un sitio ideal para un momento espiritual. Wir sind eine Tochtergemeinde von Iglesia Centro Cristiano International in Cúcuta, Kolumbien. Nosotros somos una iglesia hija del Centro Cristiano Internacional en Cúcuta, Colombia. Gerne laden wir dich zu unserem internationalen Gottesdienst ein. Con mucho gusto les invitamos a nuestros cultos internacionales. Gott segne dich und bis bald. Dios te bendiga y hasta pronto. Herzlich willkommen. Bienvenidos. Bienvenidos. Welcome. Wöchentliche Veranstaltungen. Nuestra agenda semanal. Nossa agenda semanal. Our weekly meetings. Dienstag, Gebetstreffen. Martes, reunión de oración. Terça-feira, reunión de oración. Tuesday, prayer meeting. Donnerstag, Frauentreffen. Jueves, Mujeres Determinantes. Quinta-feira, Mulheres Determinadas. Thursday, Women Meeting. Sonntag, Glaubenskurs Plan Felipe. Domingo, Clase de Discipulado Plan Felipe. Domingo, Curso de Discipulado Plano Felipe. Sunday, Discipleship Training. Internationaler Gottesdienst. Culto Internacional. Culto Internacional. International Service. Bleib in Verbindung mit uns. Mantente conectado con nosotros. Mantenha-se em contato conosco. Stay connected with us. Für mehr Informationen, sieh unsere Webseite. Para más información en nuestro sitio web. Para mais informações, visite o nosso site. For more information, visit our website. Gloria a Dios. Dios le bendiga, amada iglesia. Die Herrlichkeit sei dem Herrn und Gott segne euch, Kirche. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Seid alle willkommen hier im Hause des Herrn. Los que se encuentran por primera vez, siéntanse cómodo. Esta es su casa. All jene, die zum ersten Mal hier sind, fühlt euch wohl. Das ist das Haus des Herrn. Und y los que no ven a través de las redes sociales, Señor les bendiga grandemente. Und all jene, die uns während dem Internet zugeschaltet sind und im Internet zugeschaltet sind, auch herzlich willkommen. Es una bendición estar nuevamente en la casa del Señor. Es ist ein Segen, hier im Hause des Herrn zu sein. Para alabarle. Um Gott zu anbeten. Y agradecerle por tantos beneficios. Und ihm Danke zu sagen für all das, was er für uns getan hat. Qué alegría poder tener de vuelta a nuestros amados pastores. Un aplauso para ellos. Es ist eine Freude, unsere Pastoren hier zu haben. Einen großen Applaus für sie. Es una gran bendición. Es ist ein großer Segen. Pero, aber, a pesar de ser una bendición que el Señor nos ha regalado, también nos sentimos un poquito afligidos. Obwohl es eben ein Segen ist, dass sie hier sind, sind wir trotzdem ein wenig traurig. Porque nuestros amados pastores Fausto y Neliete, weil die Pastoren Fausto und Neliete, ya no estarán más con nosotros en este año. Werden bald wieder zurückreisen. Sie werden nicht mehr bei uns sein und sie gehen zurück nach Kolumbien. Pero esperemos en la voluntad del Señor. Aber wir hoffen im Willen des Herrn, que próximamente lo traiga de vuelta. Dass sie nächstes wiederkommen dürfen. Amen. Amen. Hoy es un día muy especial. Heute ist ein sehr spezieller Tag. Porque dos personas pasarán a las aguas. Weil zwei Personen werden sich taufen lassen.
y aceptarán a nuestro Señor Jesucristo und werden unseren Herrn Jesus Christus annehmen como único Señor y Salvador. Als einziger Amen. Herrn, aber auch Erretter. Y nuestro Padre Celestial hoy está de gozo. Und unser Vater im Himmel, der hat heute große Freude. Porque dice la palabra en Lucas 15:10. Weil das Wort sagt im Lukas 15:10. Que Dios y sus ángeles se alegran. Weil Gott und die Engel sich Freude haben. Cuando un pecador se arrepiente. Dann, wenn ein Sünder sich ja im Prinzip seine Sünden bekennt, ja. Amen. Amen. Yo le invito, amados hermanos, que leamos Hechos 4:12. Und ich lade Sie ein, aus der Apostelgeschichte 4:12 zu lesen. Y dice: Y en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres para que podamos ser salvos. Und da steht bei 4,12, nur Jesus kann den Menschen Rettung bringen, nichts und niemand sonst auf der ganzen Welt rettet uns. Amen. Wow, mi alma te alaba, Señor. Mi alma tiene sed de ti, Padre. Mein Geist. Y la palabra aquí lo dice todo. La Biblia habla claro. Und das Wort spricht so klar, es spricht alles aus. Im Wort steht alles, was wir brauchen. No hay otro nombre igual. Es hat kein weiterer Namen, der so ist. Jesús es el nombre. Jesus ist der Name. Donde encontramos la salvación. Wo wir die Errettung finden. La sanidad. Die Heiligkeit oder die Heilung. El perdón. Das ist die Vergebung. La liberación. Und die Freisetzung. Porque su palabra es viva y eficaz. Weil sein Wort ist lebendig. Und lebendig und wirksam. Y permanecerá para siempre. Und wird es auf ewig sein und bleiben. Solamente en Jesucristo tenemos la salvación. Nur in Jesus Christus haben wir die Errettung. Yo le invito a que oremos, hermano. Ich lade Sie ein, zu beten, meine Geschwister. Y agradecemos a ese Padre amado. Wir danken dir, großer Gott, por Lieben, la salvación que nos ofrece. Für die Errettung, die du uns anbietest. Por medio de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Die du uns während deinem, also durch deinem Sohn Jesus Christus anbietest. Padre amado, bendice a cada una de las personas que se encuentra en este servicio. Vater, ich danke dir, dass du jeden einzelnen Menschen segnest, die jetzt im Dienst sind. A los que todavía no han podido llegar, tráelo con bien, Señor. Und all jene, die noch nicht kommen konnten oder eben sich für dich entschieden haben, bring sie du zu dem Entscheid oder bring sie hierher. Recibe nuestras alabanza. Empfang du bitte unsere Lobpreisungen. Y concédenos, Señor, tu gracia y tu perdón. Und danke gibst du uns deine Gnade und deine Vergebung. Para que podamos ser merecedores de vivir en tu presencia. Dass wir eigentlich würdig sind, in deiner Gegenwart zu sein. Para la vida eterna. Im ewigen Leben. Amén. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Wir danken dir, Herr, im Namen deines Sohnes, Jesus Christus. Amén. Amén. Y quiero decirle que me siento privilegiada porque una de las personas que pasarán a las aguas es mi pequeña. Ich möchte euch sagen, dass ich mich privilegiert fühle, weil eine Person von den beiden, die sich taufen lassen, ist meine Tochter. Dios le bendiga, Barbara y Joel. Amén. Gott segne euch beiden, Barbara und Joel. Alabemos a nuestro Padre. Aleluya. Aleluya. ¿Cuántos han venido a adorar al Señor? ¿Hemos venido a adorar al Señor? Mi traductor, ayúdame, mi traductor. Ich bin am Schlafen, genau. Wer ist alles gekommen, um den Herrn anzubeten? Amen. Vamos a adorar con todo nuestro corazón al que vive y reina por los siglos de los siglos. Wir möchten den Herrn mit unserem ganzen Herzen preisen, der lebt in Ewigkeit. A ver si podemos ensayarlo así. Vielleicht möchten wir das so einspielen. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh
¿Ya lo sabemos? Sí. Entonces vamos con todas las fuerzas a cantar para el Señor, así con las palmas. Vamos. Oh, 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 oh. Su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Aleluya. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Dígalo así. Gracias sublime es, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí. Y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Oh, 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 oh. Como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Dilo, gracias sublime. Gracias sublime es, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí. Y ahora libre soy. Te adoro por lo que hiciste en mí. Ahora levanta tus manos así conmigo. Levanta tus manos al Señor para decirle al Señor de esta manera. Aleluya. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte. Otra vez, dígalo. Digno es el Cordero de Dios. Díselo. Digno es el Rey que la muerte. Una vez más, dilo. Digno es el Cordero de Dios. Sí, Señor. Digno es el Rey que la muerte. Una vez más. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte. Sí, Señor, de nuevo. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno, digno. Gracias sublime. Soy, oh, oh, oh,
por lo que hiciste en mí. Aleluya, aleluya. Adoramos al Señor por lo que a Él, o lo que Él ha hecho en nuestra vida. Aleluya. Adoramos al Señor. Tú puedes cantar así a capela. Gracias sublime es, perfecto es su amor. Levanta tu voz. Tomaste mi lugar. Así es, sí, Señor. Cargaste tú mi cruz. Aleluya, sí, Señor. Tu vida diste ahí. Aleluya. Y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Aleluya. Aplauda el nombre del Señor. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Hoy venimos, Señor, a pedirte que nos llenes de tu gloria y traiga renuevo a nuestro ser. Renueva nuestras fuerzas, Señor, para que podamos volar como las águilas. Renueva nuestras fuerzas en ti para encontrar en ti plenitud. Aleluya. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Dile al Señor, renuévame, renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti, Señor. Necesita más de ti. Necesito más, mucho más. Necesita más de ti. Oh, ven, Señor, cámbiame. Necesita más
de ti. Necesitamos de ti, Señor. Cada día más. Necesita más de ti. Llénanos, Señor, de tu presencia, oh Rey. Necesita más de ti. Así es, Señor. Todas las áreas de nuestra vida, todo lo que tenga que ver con nuestro ser, necesita ser transformado. Necesitamos un cambio que venga desde lo profundo, desde lo interior. Ven a darnos nuevas fuerzas. Y cuando en ti tenemos nuestras fuerzas, entonces podemos reconocer quién eres, el objeto de nuestra fe, el Dios en quien creemos. El Dios en quien creemos, porque creemos en ti, creemos en tu poder, que tú eres el Dios que nos sana, tú eres nuestro sanador, tú eres el que nos provees, tú eres el que nos bendices, tú eres todo en nuestra vida, Señor. Aleluya, Jesús. Bendito, bendito. Mi troyete. Mitroje dis grosse sue, diname is wunderbar, diname mais wunderbar, starke heiler, treue versorger, ewige hoffnung, du bist wunderbar. Decláralo, mi troje dir grosse sue, diname is wunderbar, diname mas wunderbar, starke heide. Diname is wunderbar, diname mas wunderbar, starke Heiler, treue Versorger, ewige Hoffnung, du bist wunderbar, declaralo. Mir treue dir große Sue, din Name ist wunderbar, maravilloso, din Name war wunderbar, starke Heiler, treue Versorger. Sí, Señor. Tú eres Rey, tú eres maravilloso, tú eres hermoso. Tú eres nuestro sanador, tú eres nuestro proveedor. Tú eres el Señor que está siempre a nuestro lado. Señor, tú eres maravilloso, tú eres increíble, Señor. Y hoy tu pueblo en esta tarde te sabe adorar. Cada uno, Señor, que ha venido en esta tarde, ha venido con la intención de glorificarte, de exaltarte, de proclamarte como Rey, como Señor, el objeto de nuestra creencia, el objetivo de nuestra salvación, el objeto de nuestra salvación. Eres tú, Señor, nuestro Dios, nuestro Salvador. Y grande eres en amor, grande eres en bondad, grande eres en misericordia. Señor, hoy los cielos están abiertos sobre nosotros aquí y queremos darte a ti la exaltación, reconociendo, Señor, que tú eres Dios grande, grande, grande eres, Señor.
grande eres, oh Dios, aleluya. So gross is that hair. Sing with me, so gross is that hair. In price and fear, so gross, so gross. Señor, aleluya, so gross is that hair, sing with me, so gross is that hair, in price servir, so gross, so gross is that hair. Señor, te exaltamos, mi Rey. Tú eres grande, adoramos, tú eres Señor, sublime y santo. Tú eres digno, oh, 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 de adoración, Señor. Recibe la gloria. Alamaso quiere mi semana y adoramos rey. Y mi rima alamaso quiere mi amana. Oh, so gross, so gross. Oh, oh my head, aleluya. Te adoramos, te exaltamos, Señor. Rey de reyes. Te adoramos, Señor, te adoramos. I adore you, I adore you. Aleluya. Ay, nelibe, Jesús. Shara la mana macanto ribikaya. Ira mana mana duribikanda ramashaya. Santo. Holy. Oh. Aleluya. Tú eres todo, Señor. Tú eres todo, aleluya. Señor. So gross is that hair. Sing with me, so gross is that hair. In price and fear, so gross. So gross is that hair. Puedes decir así a capela para que se escuche tu voz. Vamos a decirlo. So gross is that hair. Sing with me, so gross is that hair. In price and fear, so gross. So gross is that. One more time, una vez más, díselo. So gross is that hair. Sing with me, so gross is that hair. In price and fear, so gross, so gross. Is that hair? Fuerte ese aplauso al Señor.
Fuerte ese aplauso al Señor. Aleluya. A Él toda la gloria, toda la honra y toda adoración. Aleluya, gloria a Dios. Tome su lugar, por favor. Aleluya. Puede tomar su lugar y seguimos en la presencia del Rey. Qué bueno adorar al Señor. Es so schön, den Herrn zu preisen. Amén. Venimos a la parte de las diezmos y la ofrenda. Wir kommen zum der Gabe des Herrn. El tiempo de dar honrar a nuestro Señor con nuestros. Es ist Zeit, den Herrn zu ehren mit Gaben, mit Geschenken, die wir ihm geben können. Con nuestros bienes. El Señor honra a quien lo honra. Den Herrn ehrt, den ihn ehrt. El Señor no necesita nada de nosotros. Der Herr braucht absolut gar nichts von uns. Del Señor el cielo y la tierra y todo lo que en la vida. Dem Herrn gehört alles, auf Himmel, im Himmel und auf Erden, und alles, was wir eigentlich haben, gehört ihm. Pero el Señor nos manda un mandato. Es una acción de honrar al Señor, dar una pequeña parte de nuestros bienes. Und der Herr hat uns einen Auftrag gegeben. Der Herr hat gesagt, dass wir ihm einen Teil unseres Hab und Guts ihm geben, so als Gabe. Del Señor el oro y la plata, de todo el Señor le pertenece al Señor. Alles ist dem Herrn, nämlich auch Gold, Silber, Geld, alles gehört ihm. En estos momentos las hermanas van a empezar a repartir los sobres. Und in dieser Zeit, in diesem Moment kommen unsere Schwestern und geben euch so Kuvert. Pueden decirle hallo, hermana. Vamos a la palabra del Señor en Malaquías 3:10. Wir kommen zum Wort Gottes, und zwar Malachi 3:10. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Wir sprechen im Namen vom Vater, vom Sohn und vom Heiligen Geistes. Amén. Trae todos los diezmos a la folie. Bringt alle den Zehnten zum Hause Gottes. Y hay alimento en mi casa. Und dann werdet ihr immer Nahrung haben. Probadme ahora en esto. Erprobt mich in dem, was ich euch sage. Dice Jehová de los ejércitos. Sagt der Herr der Herrscharen. Si no abriré las ventanas de los cielos. Und so öffne ich euch das Fenster des Himmels. Y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Und ich werde über euch meinen Segen ausgießen im Überfluss. Son grandes las promesas del Señor. Alabado sea mi Dios. Die Versprechen des Herrn. Hermano, nos ponemos de pie. Liebe Schwester, lieber Bruder, stehen wir bitte doch auf, wer kann und mag. Señor, te damos gracias, Padre. Herr, wir porque sagen, tú eres nuestro Dios, Dios eterno, verdadero, poderoso Dios. Weil du bist unser Gott, unser ewiger Gott, unser herrlicher Gott. Señor, bendice a cada dador alegre, Señor. Herr, segne du jedem, der von Herzen mit Freude gibt. A todo el que da de su parte de corazón. All jenen, die einen Teil von ihrem Haben gut geben, und zwar vom Herzen. Bendice sus negocios, su trabajo, su familia, sus bienes, Padre, porque todo lo que tenemos viene de ti, mi Señor amado. Segne tú ihre Arbeit, ihre Familien, ihre Geschäfte, denn alles kommt von dir, Herr. Reconocemos que tú eres nuestro Dios. Wir anerkennen, dass du unser Gott bist. Y qué bueno que eres nuestro Dios, porque nuestro Dios es grande, proveedor, que Dios que bendice, que fortalece, Señor. Te alabamos, bendecido sea tu nombre por siempre. Und es ist so schön, dass du unser Gott bist, Herr Jesus. Du bist derjenige, der uns versorgt. Von dir kommt alles, und wir sind ja dankbar dafür. Te damos gracias en el nombre de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Wir sagen dir Danke im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen.
Gloria a Dios. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Ehre sei dem Herrn und Gott segne euch, meine liebe Geschwister. Qué alegría estar una vez más en la casa del Señor. Es ist so schön, einmal mehr hier zu sein im Hause des Herrn. En el Señor todos los días son nuevas sus misericordias. Weil der Herr segnet uns, eben seine Gnade ist immer erneuert, wird immer erneuert. Y mientras tú sirves al Señor con tus diezmos y tus ofrendas. Und währenddem du den Herrn dienst mit deiner Gabe vom Herz. Vamos a prepararnos para la palabra del Señor. Möchten wir uns vorbereiten für das Wort des Herrn. Hoy tenemos bautismo. Heute haben wir Taufe. Y hay otras cosas que hacer en nuestro servicio. Und es gibt ein paar Sachen, die wir noch machen möchten in unserem Dienst. También muy importantes. Und die sind ebenfalls sehr, sehr wichtig. Pero yo quiero dejar un consejo de la palabra antes de la ceremonia de bautismos. Aber bevor wir hier zur Taufe schreiten, möchte ich euch eine Empfehlung aus dem Wort Gottes weitergeben. Y estaba pensando en los anuncios que hacen los periódicos o en la televisión. Und ich möchte darauf aufmerksam machen über Sachen, die eigentlich im Fernsehen erscheinen. Hay muchas personas que están haciendo anuncios acerca de cosas que se pueden hacer para mejorar la salud. Es gibt viele Anzeigen im Fernsehen und in den Zeitungen, die eben über die Verbesserung der Gesundheit handeln, darüber handeln. Entonces en ese trabajo muchos dicen, tómese esto que eso le va a hacer bien y usted va a mejorar. Und da in diesen Zeitungen und in diesen Artikeln steht, eben nimm bitte das und das, dass dann wirst du Verbesserung oder Linderung erleben. Y mucha gente está pendiente de qué es lo que puede hacer para qué cosas puede hacer para mejorar en su vida. Und so sind sehr viele Menschen eigentlich bedacht dran, um zu überlegen, was kann ich tun, dass es mir besser geht. Pero la palabra del Señor también nos orienta de la misma forma. Aber interessanterweise sagt auch das Wort Gottes uns, wie wir uns verhalten sollen, dass es uns besser geht. La palabra del Señor está llena de consejos que nos ayuden a vivir mejor. Das Wort Gottes ist eigentlich voll von Empfehlungen, so dass wir besser leben können. Y pensando en nuestros hermanos que hoy van a bajar a las aguas. Und so, wenn wir an unseren Geschwistern denken, die heute ins Wasser steigen. Pero también en cada uno de los que han venido para acompañarlos y para adorar el nombre del Señor. Aber auch wenn wir an euch denken, all jene Personen, die heute explizit extra gekommen sind, um den Herrn anzubeten und das Wort Gottes zu empfangen, quiero compartir algunas cosas que son importantes para nuestra vida con Dios. Möchte ich mit euch ein paar Sachen teilen, die sehr wichtig sind für das Leben mit Gott in der Gemeinschaft. La palabra del Señor dice que yo debo encomendar al Señor mis obras. Im Wort Gottes steht, dass ich eigentlich am Herrn meine Taten weitergeben oder für ihn tun soll. Y al hacerlo, mis pensamientos van a ser afirmados por él. Und sogar eben auch meine Gedanken werden von ihm bestätigt sein oder werden. Así que si pensamos en cosas que pueden ayudarnos en nuestra vida con Dios. So, wenn wir an Sachen denken, die uns weiterbringen im Zusammenleben mit Gott, in dieser Beziehung mit Gott. Viene la pregunta, ¿qué puedo hacer para mejorar mi vida con Dios? Stellt sich eigentlich sofort eine Frage, was kann ich tun, dass diese Beziehung wächst? Y lo primero que yo quiero dejar en tu corazón es esto. Und das erste, was ich in deinem Herzen hinterlassen will, ist folgendes. Para mejorar nuestra vida con Dios necesitamos desarrollar convicciones profundas. Und das erste, um diese Beziehung zu verbessern, ist eigentlich, dass wir Sachen Sachen, also dass wir Handlungen aus Überzeugung verrichten. Y hay un texto de la palabra, und es gibt ein Wort, eine Stelle in Juan 9:25. Im Johannes 9:25. Y dice la palabra del Señor. Und es steht im Wort geschrieben. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Und er antwortete und sprach, ist er ein Sünder? Das weiß ich nicht. Eines weiß ich wohl, dass ich blind war und bin nun sehend. Hier geht es um Jesus Christus. Also der Geheilte spricht über Jesus. Encontré en este texto una palabra que se repite en otros versículos. Ich habe in diesem Text etwas gefunden, wo sich in anderen Versen auch wiederholt. Y me llamó la atención. Und das hat mich sehr überrascht und mich angesprochen. Porque estamos hablando de cosas que nos ayudan a mejorar nuestra vida con Dios. Weil wir sprechen ja über Sachen, die unser Leben, also im Prinzip das Zusammenleben mit Gott verbessert. Y aquí el texto nos dice una cosa sé. Und hier spricht der Text und er sagt, etwas Einziges weiß ich, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Dass obwohl ich blind war, ich jetzt sehe. Y esta es la historia de un hombre que pasó toda la vida sin poder ver.
Und das ist die Geschichte eines Herrn, der nicht das Leben lang nicht sehen konnte. Pero un día el Señor se le atravesó en el camino. Aber eines Tages kreuzte Jesus sein Leben, seinen Alltag. El Señor tuvo de él misericordia e hizo un milagro. Und der Herr hatte große Gnade mit ihm und er hat ihn geheilt, er hat ein Wunder gemacht. Y este hombre pudo ver. Und dieser Mann konnte sehen. Qué lindo saber que cuando el Señor se atraviesa en nuestra vida hay milagros y transformaciones. Es ist wunderbar zu sehen oder zu wissen, dass wenn der Herr dein und mein Leben durchkreuzt, dass dann eigentlich Wunder geschehen. Y no importa cuál sea la necesidad que tú tengas, Dios puede hacer un milagro en tu vida. Und es ist eigentlich egal, welche Notwendigkeit du hast, welches Leiden oder Krankheit du hast, er kann dich verändern, er kann dich heilen. Pero lo interesante de esta historia. Aber das Interessante an dieser Geschichte ist. Es que cuando sucedió el milagro. Ist dann, als diese Heiligung geschehen ist, la gente se preocupó. Die Leute verwunderten sich und waren ein wenig besorgt. Los maestros de la ley se preocuparon. All die Pharisäer waren besorgt. Pero no se preocuparon porque este hombre hubiera recibido un milagro. Aber sie verwunderten sich nicht, weil dieser Herr geheilt worden ist. Se preocuparon porque había recibido su milagro en un día que no era apropiado para la ley. Sie sorgten sich bloß deswegen, weil dieser Herr geheilt worden ist an einem Sabbat. Das ist offiziell und absolut nicht der richtige Tag für eine Heilung. Entonces comenzaron a preguntar a sus padres, ¿qué ha sucedido? Und so haben diese Pharisäer die Eltern von diesem Mann gefragt, hey, was ist geschehen? Y sus padres con temor de los fariseos respondieron, él es un adulto, pregúntenle a él. Und die Eltern waren so beängstigt, weil sie wollten ja nicht von der Kirche ausgestoßen werden, so sagten sie, hey, er ist volljährig, geh hin und frag bitte ihn. Él puede responder quién hizo el milagro. Er kann antworten, wer eigentlich das getan hat, was er jetzt macht. Oder was er jetzt kann. A preguntarle a este hombre, und so als die Pharisäer diesen Mann befragt haben, él comenzó a reírse. Er begann dieser Mann zu lachen. Y dijo, qué interesante. Und er sagte, hey, das ist so interessant. Ustedes no saben quién es él. Ihr wisst gar nicht, wer er ist. Pero a mí me ha dado la vista. Aber mir hat dieser Herr das Sehen wiedergegeben. Este hombre tenía una convicción que nadie se la podía quitar. Dieser Mann hatte eine Überzeugung eigentlich, die niemand ihm nehmen konnte. Este hombre había recibido un milagro que había marcado su corazón. Dieser Herr hat etwas bekommen, nämlich ein Wunder, das sein Herz bewegt und verändert hat. Y si nosotros queremos caminar con firmeza en nuestra vida con Dios, und wenn wir eigentlich standhaft in dem Wege des Herrn laufen möchten, necesitamos desarrollar convicciones profundas. Müssen wir diese Überzeugungen ausbilden, die Überzeugungen bekommen. Cuando tenemos esas convicciones, wenn wir diese Überzeugungen haben, nadie nos las quita. Kann dir niemand diese Überzeugung nehmen. Este hombre no sabía quién era Jesús. Dieser Mann wusste ja nicht, wer Jesus war. Pero sí sabía que Jesús sana. Aber er wusste, dass Jesus heilen kann. Sabía que Jesús tenía poder. Er wusste, dass Jesus Vollmacht hatte. Y eso nadie se lo pudo quitar. Und niemand konnte ihm das wegnehmen. Este hombre tuvo un encuentro personal con el Señor. Dieser Mann hatte eine persönliche Berührung, eine persönliche Begegnung mit Jesus. Y cuando nosotros desarrollamos esas convicciones profundas, und wenn wir diese Überzeugungen, diese tiefe Überzeugungen haben oder bekommen, aunque la gente quiera hacernos apartar del camino del Señor, auch wenn die Menschen uns eigentlich von diesem Weg Gottes zur Seite nehmen möchten, sie möchten, dass wir abfallen, nosotros sabemos de dónde nos sacó el Señor. Wissen wir immer noch, woher das unsere Kraft, also wo das der Herr ist und wer uns das Leben gibt. Nosotros sabemos lo que el Señor hizo en nuestras vidas. Wir wissen ganz klar, wer in unserem Leben etwas getan hat, wer uns das Leben gegeben hat. El Salmo 34, versículo 8. No está ahí. Yo te lo repito. Salmo 34, 8. Psalm 34, 8. Dice, gustad y ved. Schaut. Que es bueno Jehová. Dass Gott gut ist. Dichoso el hombre que confía en él. Gesegnet ist der Mensch, der auf ihn vertraut. En español hay dos palabras, gustad y ved. Auf Spanisch gibt es zwei Wörter. Gustad ist schauen und gustad ist schmecken. Schmecke und sehe, genau. Schmecke und sehe, wie gut der Herr ist, genau. A veces mi esposa llega con un plato que yo no conozco. Und oft kommt meine Frau mit etwas Gutem, ein gutes Essen, ein Teller voll etwas, das ich nicht kenne. Y me dice, mi amor, te preparé esto. Und sagt mir, mein Schatz, ich habe dir das zubereitet. Y como yo no lo conozco, le digo, gracias, no quiero. Und weil ich es nicht kenne, schaue ich es so an und sage, ja, danke schön, ich möchte nicht. Porque a veces ella me hace travesuras a mí. Weil oft macht sie mir, ja, macht, spielt sie mir so Streiche. Y hay cosas que a mí no me gustan y ella las prepara de manera diferente para que yo las coma. Denn es gibt Sachen, die mir nicht schmecken und dann macht sie eine andere Zubereitung davon und dann versucht sie es mir unterzuschieben.
Lo cierto es que yo le digo, no quiero. Und die Wahrheit ist, ich sage ihr, ich möchte nicht. Y ella me dice, ¿seguro que no quiere? Und dann sagt sie, ist das sicher, dass du keines willst? Está muy rico. Es ist sehr gut. Y entonces despierta en mí la curiosidad. Und dann weckt sie in mir einfach diese ja, das Verlangen. Y cuando despierta la curiosidad, yo le digo, okay, yo quiero probar, yo quiero gustar. Und dann, wenn das Verlangen gewachsen ist in meinem Herzen, dann frage ich, hey, darf ich trotzdem noch etwas probieren davon? Y siempre sucede. Und so passiert dem Fall immer. Que cuando yo pruebo lo que me está diciendo que pruebe. Und immer, als es geschieht, dass ich frage, hey, ich möchte es trotzdem probieren. Me gusta, y entonces le digo, sí quiero. Und dann schmeckt es mir, und dann sage ich, ja, dort, ich möchte es trotzdem. Me gustó porque probé. Es schmeckte mir, weil ich es probiert habe. Ich bin diesen Schritt gegangen. Esta es la invitación del Señor todos los días. Und das ist diese Einladung an dich vom Herrn jeden Tag. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Schmeckt und seht, wie gut der Herr ist. Necesitamos saborear nuestra vida con Dios. Es ist wichtig, auch dieses Leben mit Gott zu schmecken. Saber que el Señor es bueno para cada uno de nosotros. Dass wir verstehen, dass Gott gut ist für jeden einzelnen von uns. Y que el Señor nos ayude en nuestro diario vivir. Und dass der Herr uns täglich hilft, unser Alltag zu bewältigen, unser Leben zu leben. Lo segundo que yo debo hacer para mejorar mi vida con Dios. Das zweite, was ich machen soll, um das Leben mit Gott zu verbessern. Es establecer metas con Dios. Ist Ziele zu stecken mit Gott. Y el texto de la palabra en el Salmo 27. Und im Psalm 27 sagt das Wort. Dice la palabra, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Eins bitte ich vom Herrn, das hätte ich gerne, dass ich im Hause des Herrn bleiben möge mein Leben lang, zu schauen die schönen Gottesdienste des Herrn und seinen Tempel zu betrachten. Aquí hay otra cosa muy importante que me muestra la palabra. Hier gibt es ein weiteres, das wichtig ist, das das Wort mir zeigt. Primero fue el hombre ciego que dijo. Zuerst war das dieser Mann, der blind war, der gesagt hat. Una cosa sé, es que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Etwas weiß ich, dass ich eigentlich vorhin eben blind war und ich jetzt neu sehen kann. Y ahora es el salmista que nos está hablando de otra cosa. Und jetzt sehen wir, dass er uns von etwas anderem erzählt. Y él dice, una cosa he demandado a Jehová. Und etwas gebe ich euch im Herrn. Y esta buscaré. Und das werde ich suchen. ¿Qué fue lo que él demandó al Señor? Was hat der Herr, was habe ich bekommen im Herrn? Dice, estar en la casa del Señor todos los días de mi vida. Oder was möchte ich im Herrn? Nämlich jeden Tag von meinem Leben im Hause des Herrn zu sein. Para contemplar la hermosura de Jehová. Um seine Herrlichkeit zu sehen. Y para inquirir en su templo. Und auch in seinem Tempel zu sein und establecer metas en la vida con Dios. Da sieht man, dass man eigentlich da wie Ziele im Leben mit dem Herrn aufbaut oder sich steckt oder stellt. Demanda determinación por parte de nuestros corazones. Und das bedeutet, dass wir auch Überzeugung haben müssen in unserem Herzen. Un día aceptamos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador personal. Eines Tages haben wir Jesus angenommen als unser einziger Retter. Recibimos la salvación de Dios. Dann haben wir seine Freisetzung bekommen. Y comenzamos a congregarnos. Und dann begannen wir eine Jüngerschaft. Comenzamos a asistir a la casa del Señor. Dann begannen wir eine Jüngerschaft mit dem Herrn und dann gingen wir hin und wir haben in der Kirche gedient. Pero Dios tiene un plan especial para cada uno de nosotros. Aber Gott hat einen speziellen Plan, eine Mission für dich. Dios tiene un plan especial para Joel y para Barbarita. Und Gott hat einen speziellen Plan für Joel und für Barbara. Barbara? Así que hay que hacer una pregunta, ¿a dónde yo quiero ir con Dios? Und so soll ich mir eine Frage stellen, wohin möchte ich mit Gott gehen? Todos necesitamos establecer una meta hasta dónde queremos llegar con Dios. Jeder von uns soll sich eigentlich wirklich eine Vorstellung machen, wohin möchte ich eigentlich mit diesem Gott, mit meinem Gott gehen? Yo recuerdo que muy temprano yo comencé a caminar con Dios, mi mamá me llevó a la iglesia tal vez a los 12 años. Ich weiß, dass ich sehr früh schon mit Gott unterwegs war. Ich stelle mir so vor, meine Mutter nahm mich so schon bereits mit 12 Jahren in die Kirche mit. Y yo recuerdo que asistía a la iglesia y me sentaba a escuchar los predicadores. Und ich war da in der Kirche und ich habe diese Gottesdienste beigewohnt, die wir da hatten. Y recuerdo cuando venían predicadores extranjeros que había alguien que le interpretaba. Und ich mag mich erinnern, als es noch ausländische Prediger gab, dass jemand sie übersetzte. Y eso me llamó la atención. Und das hat mich sehr, ist mir sehr aufgefallen. Yo dije, qué interesante que otra persona le traduzca a uno. Das ist so interessant, dass jemand anders das Wort übersetzen kann, das man sagt. Y yo dije, Señor, dame
la oportunidad un día de interpretarle a alguien. Und dann bat ich den Herrn, gib mir die Möglichkeit, auch selber mal etwas zu übersetzen, jemand zu übersetzen. Pero le dije también al Señor, Señor, dame la oportunidad de servirte y predicar también la palabra. Aber ich habe auch gebetet und gesagt, Herr, gib mir auch die Möglichkeit, selber zu predigen und dein Wort zu geben. Yo no sabía que le estaba haciendo la mejor petición al Señor. Und ich wusste da nicht, dass ich eigentlich exakt das gebeten habe, was Gott eigentlich schon für mich vorgehabt hat. Determiné en aquel entonces una meta. Ich habe dort mir etwas vorgenommen, ein Ziel vorgenommen. Le dije al Señor, yo quiero ser un predicador de la palabra. Ich habe dort gesagt, Herr, ich möchte gerne ein Prediger werden. Y quiero un día interpretar a alguien. Und ich möchte eines Tages auch jemanden übersetzen. Y tengo el reto un día de interpretar a mi intérprete Martín en Colombia. Und ich habe die Hoffnung, dass ich eines Tages Martin in Kolumbien übersetzen werde. Claro que él habla español, ¿verdad? Klar, er spricht zwar Spanisch. Pero en Brasil le puedo interpretar al portugués. Aber in Brasilien könnte ich ihn eigentlich übersetzen auf Brasilianisch, auf Portugiesisch. Y Dios me dio la oportunidad porque establecí una meta con Dios. Und Gott hat mir diese Möglichkeit gegeben, weil ich mit ihm eben eine Überzeugung hatte und ich ein Ziel mit ihm abgemacht habe. Dios me permitió ser un pastor. Gott hat mir erlaubt, ein Pastor zu sein, que predica la palabra, der sein Wort predigt, porque determiné tener una meta con Dios. Weil ich diese Ziele mit ihm eingegangen bin. Ich bin diesen Weg mit ihm eingegangen. ¿Sabes qué fue lo que determinó el salmista? Lo que determinó el salmista, ¿sabes qué? Weißt du, was dieser Psalmist eigentlich für ein Ziel hat? Él dijo, una cosa yo he demandado al Señor y esta buscaré. Eine Sache bat ich Gott und diese werde ich suchen. En otras palabras, yo me voy a meter en esto con Dios y sí o sí lo voy a lograr. Mit anderen Worten, ich gehe mit Gott in etwas hinein und so oder so werde ich es erreichen. Y él dijo que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida. Und sein Ziel ist, dass ich jeden Tag meines Lebens im Tempel des Herrn sein werde. ¿Sabes que esta es una buena propuesta para mejorar en nuestra vida con Dios? Weißt du, dass das eine gute Vorgabe ist, ein gutes Ziel, um dein Leben mit Gott zu führen? Siempre será mucho mejor estar en la casa de Dios. Es wird immer das Beste sein, dass du im Haus des Herrn seist. Siempre será mucho mejor amar la casa de Dios. Es wird immer das Beste sein, was du machen kannst, dass die Kirche des Herrn zu lieben, das Haus des Herrn zu lieben. Siempre será mucho mejor venir a reverenciar el nombre de nuestro Dios. Es wird immer das Beste sein, zum Hause Gottes zu kommen und sein Wort weiterzugeben oder zu bekommen. Y el salmista dijo, esto yo lo voy a determinar para hacerlo todos los días de mi vida. Und das möchte ich mit ihm als Ziel haben. Ich möchte das jeden Tag meines Lebens machen. Y cuando uno ve la vida del salmista, und wenn wir das Leben vom Psalmist anschauen, uno observa que el salmista era un hombre de templo. Und wir sehen, dass der Herr, dass dieser Psalmist eigentlich ein Herr war, der im Hause des Herrn lebte. Era un hombre que se congregaba. Es ist ein Herr, der eigentlich diese Beziehung mit Gott suchte. Era un hombre que tenía temor de Dios. Es war ein Herr, der eigentlich Ehrfurcht vor Gott hatte. Era un hombre que conocía perfectamente la palabra. Und es war ein Herr, der perfekt das Wort Gottes kannte. ¿Dónde surgió todo este conocimiento? Und woher kam all sein Wissen? Todas las veces que él propuso ir al templo a adorar, en este caso cuando estaba el tabernáculo, cuando él propuso y después cuando su hijo iba a construir el templo para el pueblo de Israel. Und das hat er eigentlich immer wieder, von jedem Mal, dass er sich vornahm, in den Tempel zu gehen. Er hat all das Wissen eigentlich im Tempel bei den Predigten bekommen. Pero él propuso tener un corazón cercano para escuchar la palabra. Aber er hat sich vorgenommen, ein Herz zu haben, das sehr nahe bei Gott war, um das Wort zu bekommen, zu erhalten. Y yo te pregunto, ¿qué convicciones tienes en tu vida con Dios? Und so möchte ich dich fragen, was hast du da für Ziele mit Gott? ¿Qué es lo que Dios ya ha hecho en tu corazón que nadie te lo puede quitar? Was hat Gott mit dir gemacht oder was hat er dir gegeben, geschenkt? Es importante tener siempre presente esto. Es ist sehr wichtig, das immer präsent zu haben. Pero también la otra pregunta, ¿cuál es la meta que tienes en tu vida con Dios? Eben die andere Frage ist, was hast du für Ziele, für Überzeugungen, für Ziele mit Gott im Leben? ¿Hasta dónde tú quieres llegar con Dios? Bis wohin möchtest du eigentlich mit Gott gehen? El salmista determinó estar en la casa del Señor todos los días de su vida. Der Psalmist, weil er der Überzeugung war, dass Gott ja sein Leben ist, hat er eben dieses Ziel gehabt, ich möchte immer im Hause Gottes sein. Ahora, en tercer lugar, ¿qué puedo hacer para mejorar en mi vida con Dios? An dritter Stelle, was kann ich tun, um das Leben, diese Beziehung mit Gott zu verbessern? Y entonces, yo tengo una respuesta. So habe ich eine Antwort bekommen. Convierte tus determinaciones en acciones. Mach deine Ziele in Handlungen. Die Ziele, diese Überzeugungen, die du hast, die sollen zu Handlungen werden. Y dice la palabra en Filipenses 3:13.
Und so sagt das Wort in Philipper 3:13. Dice, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Ich weiß, dass ich es noch nicht erreicht habe. Pero una cosa hago. Aber etwas tue ich. Olvidando ciertamente. Ich vergesse. Lo que queda atrás. All das, was hinter mir geblieben ist. Y extendiéndome a lo que está delante. Und ich strecke mich für all das, was vor mir. Pero sigo a la meta. Immer mit dem Ziel, das Ziel zu erreichen. Al premio del supremo llamamiento de Dios. Und ich werde das Ziel erreichen, vom wo Gott mir gegeben hat. En Cristo Jesús. In Jesus Christus. ¿Sabes qué fue lo que hizo aquí el apóstol Pablo? Weißt du, was hier der Apostel Paulus getan hat? Él tomó otra determinación en su vida. Er hat hier noch eine neue Entscheidung, Überzeugung, ein Ziel getroffen. Y fue la determinación de no quedarse solamente en el deseo de lograr las cosas. Und er war da der Überzeugung, eben nicht mehr nur mit dem Ziel etwas zu als Ziel anzuschauen und da als Ziel zu behalten. Sino de ir un paso más allá y ahora volver una acción todo aquello que había deseado. Und all seine Wünsche, all seine Entscheidungen hat er nicht nur als Ziel gehabt, sondern hat einen Schritt nach vorne gemacht und er ging hin und nahm es in Besitz, also er ist dem Ziel nachgegangen. ¿Sabes por qué muchas veces no obtenemos lo que desea nuestro corazón? Weißt du, warum, dass wir oft nicht das erhalten, was unser Herz sich wünscht? Porque muchas veces lo que queremos se queda en deseo únicamente. Weil vieles von dem, was wir uns wünschen, bleibt dann als Wunsch. Wir gehen eben nicht diesen entscheidenden Schritt vorwärts. Pero la palabra me está invitando a ir un paso más adelante. Aber genau das sagt das Wort. Es schlägt mich ein, eben diesen entscheidenden Schritt zu tun. Geh und nimm es ein. No debo quedarme solamente con el deseo. Bleib nicht nur mit dem Wunsch im Herz. Yo debo hacer lo que he puesto en la oración delante del Señor. Sondern ich muss all das tun, was ich hier als Gebet vor dem Herrn gelegt habe, gegeben habe, sondern geh hin und nimm es ein. ¿Cuántas veces Dios ha hablado con nosotros? Wie oft hat Gott mit dir, mit mir gesprochen? ¿Cuántas veces Dios te ha pedido algo específico en tu vida? Wie oft hat Gott dir, mir etwas Spezifisches in meinem Leben gebeten? Y tú le dices, Señor, yo voy a hacer esto y aquello. Und du sagst dem Herr, ich möchte das und das tun. Pero pasa el tiempo y nada sucede. Aber oft geht die Zeit vorbei und du hast nichts getan, ich habe nichts getan. Hoy el Señor nos está diciendo, so sagt uns der Herr, es necesario accionar aquello que hemos deseado en nuestro corazón. Es ist wichtig, dass du nicht nur eine Hoffnung, einen Wunsch hast, sondern geh hin und setze um, mach Schritte vorwärts. Determinaste tener una vida diferente con Dios. Wenn du dich entschieden hast, ein anderes Leben mit Gott zu führen, levántate en el nombre del Señor, dann steh auf im Namen des Herrn. Caminar en compromiso con Dios. Und laufe in dieser Beziehung mit dem Herrn. No te apartes del Señor. Geh nicht weg geh nicht weg vom Herrn. Llénate de la palabra de Dios. Lass dich erfüllen von diesem Wort Gottes. Y el Señor va a comenzar a trabajar en tu corazón. Und der Herr beginnt dann in deinem Leben, in deinem Herz zu arbeiten. Él te va a dar la fuerza necesaria. Er wird dir die nötige Kraft geben dazu. Para que tú veas realidad todo aquello que estás deseando en el Señor. Dass du in Realität, in Wahrheit, in Wirklichkeit das siehst, was du dir wünschst. Pero en último lugar. Aber an letzter Stelle, para mejorar nuestra vida con Dios, um das Leben mit Gott zu verbessern, unser Leben mit Gott zu verbessern, necesitamos hacer una revisión permanente de nuestra vida. Müssen wir immer wieder unser Leben reflektieren, überarbeiten. La palabra del Señor nos dice en Marcos 10:21. In Markus 10:21 sagt das Wort Gottes. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Und Jesus sah ihn an und liebte ihn und sprach zu ihm, eines fehlt dir, gehe hin, verkaufe alles, was du hast und gib es den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und komm, folge mir nach und nimm das Kreuz auf dich. Esta es la historia del joven rico. Das ist die Geschichte vom reichen Jugendlichen, Jungen. El joven rico quería heredar la vida eterna. Der reiche Junge wollte eigentlich das ewige Leben haben. Era una buena intención. Es war ein guter Vorsatz, ein Vorhaben. Era un buen deseo. Es war ein guter Wunsch von ihm. Y le preguntó al Señor cómo heredarla. Und so fragte er den Herrn, wie bekomme ich dieses ewige Leben? Y entonces el Señor le dijo, debes cumplir los mandamientos. Und dann sagte der Herr zu ihm, hey, dann solltest du die 10 Gebote eigentlich einhalten. Debes honrar a padre y madre. Du sollst deine Eltern ehren und schätzen. Y cuando el Señor le habló así, él se sintió cómodo. Und als Jesus zu ihm so sprach, fühlte sich der Jugendliche sehr zufrieden. Porque él dijo en su corazón, eso yo lo hago. Und dann hat er vom Herzen heraus gesagt, hey, das mache ich schon. Él estaba confiado en que tenía una vida como el Señor quería. Er war überzeugt, dass er eigentlich ein Leben führte, wie Gott es wollte. Él no esperaba lo que el Señor le dijo. Er
erwartete gar nicht das, was der Herr ihm gesagt hat. Él esperaba que el Señor le diera una palmadita en la espalda y le dijera: "Felicitaciones, qué bien. No necesitas hacer nada diferente." Er erwartet, dass der Herr ihn auf die Schulter klopft und sagt: "Hey, das ist super, super wunderbar, wie du lebst. Du brauchst gar nichts zu ändern in deinem Leben. Das ist okay so." Pero para sorpresa de este joven. Aber als Überraschung, das überraschte den Jugendlichen. El Señor le dijo: "Una cosa te falta." Der Herr hat ihm gesagt: "Etwas fehlt dir." Vende todo lo que tienes. Verkauf alles, was du hast. Y repártelo a los pobres. Und verteile es den Armen. La palabra dice que él dio media vuelta. Und das Wort sagt, dass das der Jugendliche sich umgedreht hat. Y se entristeció por esta palabra. Und er war sehr, sehr traurig über dieses Wort. Y dio media vuelta y se fue. Und er ging dann weg. Él estaba confiado en que estaba viviendo bien. Er war überzeugt, dass er eigentlich gut lebte, so wie Gott es wollte. Sin darse cuenta que amaba mucho más a los bienes materiales que al Señor. Ohne zu merken, dass er eigentlich den Mammon, das Materielle mehr liebte als den Herrn. La pregunta es, ¿por qué el joven no se dio cuenta de esto? Und die Frage ist, warum hat der Jugendliche das nicht gemerkt? Es sencillo la respuesta. Und die Antwort ist sehr einfach. Él nunca tomó tiempo para examinar su corazón. Er nahm sich nie die Zeit, um sich selber zu reflektieren. Examinar nuestro corazón debe ser una tarea de todos los días. Die Reflexión, die eigene Reflexión, soll eine Aufgabe sein, die täglich stattfinden soll. Porque nosotros no sabemos qué es lo que hay allí oculto en nuestro corazón. Weil wir wissen nicht, das, was sich immer in unserem Herzen wirklich sich versteckt. Por eso el salmista oró en una oportunidad. So sagte der Psalmist in einem, an einem Tag, einem Mal. Señor, ¿quién podrá entender sus propios errores? Herr, wer kann eigentlich seine eigenen Fehler verstehen? Líbrame de los que me son ocultos. Befreie mich von all den Fehlern, die mir nicht bewusst sind, die nicht sichtbar sind für mich. Él estaba diciendo, Señor, hay cosas que ni siquiera yo sé que están en mi corazón. Er sagte, Herr, es gibt sicherlich Sachen, die in mir drin sind, die ich nicht sehe, die ich nicht verstehe. Pero yo quiero que me guardes aún de lo que yo desconozco de mi corazón. Aber ich möchte, dass du mir das klar machst, mir offenbarst, welche Fehler oder Sachen ich mache, die mir nicht bekannt sind, nicht klar sind. Muchas veces encontramos personas que dicen, yo no pensé que pudiera llegar a hacer lo que hice. Oft treffen wir Personen, die sagen, ich konnte nicht verstehen, dass eigentlich dieses Potenzial in mir liegt, so Sachen zu tun, die ich getan habe. Y lo dicen llorando y con arrepentimiento porque generalmente han hecho cosas que no son agradables. Und die sagen sie dann sehr traurig und heulend, weil sie Sachen getan haben, die wirklich nicht okay waren. Y entonces algunos quieren venir a pedir perdón, perdóname, yo no quise hacerlo. Und viele kommen und sagen, bitten dann um Vergebung, hey, vergib mir, ich wollte es nicht tun. Pero lo hizo. Aber sie haben es getan. Porque estaba en su corazón. Weil es in ihrem Herzen drin war. Por eso el consejo de la palabra nos dice. So sagt das Wort zu uns als Empfehlung. Necesitamos revisar nuestra vida todos los días. Geh hin und reflektiere dein Leben jeden Tag. Porque cuando yo no sé qué me falta. Weil wenn ich nicht weiß, was ich brauche, was ich benötige. El Señor sí sabe qué es lo que me está faltando. Weiß es der Herr. Er weiß sehr wohl, was ich benötige. Y entonces él me ayuda a tener una vida diferente. Und so hilft er mir, ein Leben zu leben, wie es ihm gefällt, ein anderes Leben zu leben. Yo quiero orar por ti en esta hora. Ich möchte gerne für dich beten. Y quiero pedirte que cierres tus ojos allí donde ich möchte estás. Dich bitten, dass du die Augen schließt. Y yo quiero presentar tu vida delante del Señor. Ich möchte dein Leben vor Gott stellen. Padre, yo quiero bendecir a tu pueblo en esta hora. Vater, ich möchte dein Volk segnen in dieser Zeit. Nosotros estamos caminando en este camino de la fe. Wir sind unterwegs, wir wandeln auf dem Wege des Glaubens. Y queremos tener una vida que te agrada. Und wir möchten gerne ein Leben führen, das dir gefällt. Queremos ser obedientes a tu palabra. Wir möchten folgsam sein, deinem Wort folgen. Pero queremos pedirte que nos ayudes cada día. Aber wir möchten dich bitten, dass du uns jeden Tag hilfst. Ayúdanos a tomar determinaciones en nuestra vida. Hilf uns, Entscheidungen zu treffen in unserem Leben. Ayúdanos a accionar aquello que deseamos en ti. Hilf uns auch Schritte zu tun, Sachen zu tun, die wir in dir hoffen oder wollen, von dir wollen. Que cada día haya una convicción en nuestro corazón. Dass eine Entscheidung in unserem Leben jeden Tag stattfindet. De quién eres tú y de lo que tú has hecho en nuestra vida. Und dass uns Klarheit darüber entsteht, wer du bist und was du in unserem Leben machst. Pero sobre todo, Señor. Aber auch, Herr. Que permanentemente podamos examinar nuestro corazón. Dass wir jeden Tag unser Leben reflektieren können. Examine nuestro corazón. Reflektiere du unser Leben. Quita lo que no es tuyo.
Entzieh aus meinem Herzen all das, was nicht von dir ist. Toda intención contraria a tu palabra, arráncala de nuestro corazón. Alles, was in meinem Herzen ist, was sich gegen deinem Wort stellt, nimm das aus meinem Herzen heraus. Y ayúdanos a vivir una vida de fe como tú quieres. Und hilf uns, ein Leben im Glauben zu leben, so wie du es willst. Y que podamos heredar la vida eterna. Und dass wir das ewige Leben erben können. Hoy oramos por nuestros hermanos que van a bajar las aguas. Heute beten und bitten wir, Herr, für die beiden lieben Leute, die heute ins Wasser steigen. Y te pedimos que los afirmes y los ayudes a caminar todos los días de su vida contigo. Und die möchten, dass du sie festigst in deinem Wort und dass du sie begleitest in ihrem Alltag. En el nombre de Jesús. Im Namen Jesus. Lo pedimos y te damos las gracias, Padre. Bitten wir dich drum. Amén. Wir sagen dir Danke, Herr. Y amén. Tú puedes dar un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Y ahora vamos a pasar también, que es muy importante, a nuestra ceremonia de bautismos. Und jetzt gehen wir in, wir tauchen in diese Zeremonie des Taufens ein. Y yo voy a pedir a nuestro pastor Andreas y a nuestro pastor también Wolfgang que pueda venir por aquí. Und wir bitten jetzt die Pastoren Andreas und Wolfgang nach vorne zu kommen. En el orden vamos a entregar los certificados de bautismo. Und wir möchten die Diplome, die Taufdiplome aushändigen. Y después nuestro hermano Wolfgang tiene unas palabras para las personas que van a bajar a las aguas. Und dann spricht der Pastor Wolfgang ein paar Worte zu unseren Täuflingen. Entonces lo recibimos aquí con nosotros. Und wir empfangen dich hier nach vorne, hier vorne. Ihr dürft Führer von. Liebst du nur? Weißt du, ich komme auch ab. Jawohl. Ihr zwei Jungen würdet euch taufen lassen. Ja. Ihr jungen zwei. Ustedes dos jóvenes quieren dejarse bautizar. Und das finde ich super. Y eso me gusta muchísimo. Wenn wir schon früh Jesus nachfolgen können. Porque cuando tú comienzas a caminar en la palabra de Dios ya muy joven. Erstens werden wir bewahrt vor vielen Bösen. Él nos cuida de muchas cosas malas. Und zweitens will uns der Herr reich beschenken. Y el Señor nos quiere regalar con muchas cosas, nos quiere regalar. Und ich möchte jetzt fragen, yo quiero preguntarles, warum wollt ihr euch taufen lassen? ¿Por qué es que ustedes quieren bautizarse? Ja, wir beginnen mit Joel. Comenzamos con Joel. Also ich möchte mich taufen lassen. Yo quiero bautizarme. Weil ich im Glauben wachsen möchte. Porque quiero crecer en la fe. Um meiner Berufung näher zu kommen. Y quiero llegar a mi misión que el Señor tiene para mí, a mi misión. Halleluja. Und ich stelle noch eine Frage, die Fausto uns gestellt hat. Y quiero preguntarte otra pregunta que Fausto nos preguntó. Hast du schon einen Wunsch an den Herrn? Tú ya tienes un deseo al Señor? Was er mit deinem Leben machen sollte. ¿Qué es lo que él quiere? ¿Qué es lo que él quiere hacer con tu vida? Also ich möchte, dass ich durch die Taufe die Bibel besser verstehe. Quiero conocer mejor la palabra de Dios por medio de del bautismo. Und eine stärkere Verbindung zu Gott aufbauen kann. Y quiero tener una unidad más fuerte con nuestro Señor. Y yo pregunta a Bárbara. Und ich frage dich, Barbara. Porque tú quieres bautizarte hoy. Warum möchtest du dich taufen lassen heute? Pues yo decidí bautizarme porque el Señor es muy bueno conmigo. Ich habe mich entschieden, mich taufen zu lassen, weil der Herr so lieb ist mit mir. Y él nuestro único salvador. Und er ist mein einziger Retter. Y la segunda pregunta. Und die zweite Frage wäre? ¿Qué tú esperas del Señor? Was erhoffst du dich vom Herrn? Pues obviamente que bendiga mi familia. Und was ich sicher von ganzem Herzen erhoffe, ist, dass er meine Familie segnet. Y pues que consiga un trabajo bueno en el futuro.
und dass ich in Zukunft eine gute Arbeit bekomme. Ich habe gebeten für ein Wort. Yo he orado para una palabra. Für euch zwei. Para ustedes dos. Euch begleiten soll. Una palabra que los acompañe en la vida de ustedes. Und dass ihr euch immer wieder freuen könnt über die Taufe. Y cuando ustedes la lean para que se alegren cada vez de cuando lean la palabra del bautismo que han recibido. Und ich beginne mit Barbara Roque Mora. Und ich beginne mit Barbara. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. No temas porque te he librado. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Te he llamado con tu nombre. Du bist mein. Tú eres mía. Tú me correspondes. Eres mi hija. Aleluya. Das ist eine wunderbare Zusage vom Herrn. Es una palabra muy linda del Señor para ti. Es heißt nämlich im Vers 4, das kommt aus Jesaja 43. Porque dice en el Isaías 43. Und im Vers 4 heißt es dann, en el verso 4 dice, weil du in meinen Augen wert geachtet bist und weil ich dich lieb habe. Porque yo te veo, te veo con mis ojos y porque te amo. Und darum möchte ich jetzt noch beten mit dir. Y por eso quiero orar por ti, porque tú eres una hija del Señor que es vista, que él te ve todo el tiempo, él sabe quién eres. Danke, Herr Jesus, für Barbara. Gracias, Señor. Danke, dass du sie wunderbar gemacht hast. Muchas gracias porque la has hecho perfecta, muy buena. Ja, du hast wunderbare Gaben versteckt in ihr. Tú ya tienes muchas cosas para ella, frutos para ella. Und ich bitte dich, Herr, dass sie mutig wird. Y te pido que ella tenga cada vez más mut, que tenga más mutig, que ella quiera seguir adelante, que tenga el valor. Okay, para el valor, la fuerza, sí, es la fuerza o que tenga el. Ja, und dass diese Gaben zum Vorschein kommen für dich. Y que todos esos frutos que tú tienes para ella que sobresalgan, que sean vistos. Und ich bitte dich, dass du sie segnest und beschützest. Y te pido que tú la bendigas y la cuides. Auf all ihren Wegen. En todos sus caminos. In der Schule, in der Lehre, escuela, en la en el aprendizaje. En el oficio. Und dass sie ein Sonnenschein sein darf für dich, Herr Jesus. Y que sea un rayo de sol para ti, Señor. Danke für deine Gnade und Barmherzigkeit und deine wunderbare Liebe für sie. Te agradecemos por tu gracia, Señor, y por tu amor que tienes por ella. Amén. Amén. Und der Vers für Joel Brauchlich steht im Römer 6,4. Para Joel tengo la palabra del Romanos 6,4. Durch diese Taufe wurden wir auch zusammen mit ihm begraben. Por medio de este bautismo hemos sido sepultados con él. Und wie Christus durch die Lebensmacht Gottes des Vaters vom Tod auferweckt wurde. Y como Jesucristo fue resucitado por la fuerza del Espíritu Santo de nuestro Señor Padre, so ist uns ein neues Leben geschenkt worden. En ese ser resucitado de Jesús nos fue regalado una vida nueva, in dem wir nun auch leben sollen. En la cual ahora tenemos que vivir o viviremos nuevamente. Also die Taufe ist ein symbolischer Akt. El bautismo es un símbolo. Und selbst Jesus hat sich taufen lassen. Ja, incluso Jesucristo se dejó bautizar. Also ist es ein Gehorsamschritt, den du machst. Eso significa que debemos hacer ese camino, debemos bautizarnos. Aber du wirst mit Jesus auferstehen. Pero tú vas a ser resucitado con Jesucristo.
Du wirst ein wunderbares Zeugnis sein für den Herrn. Du serás serás un testimonio de Jesucristo en tu vida. Und ich spüre seine Liebe für dich. Y yo veo, yo siento ese amor que tiene Jesús por ti. Weil du ihm dienen willst. Porque tú quieres trabajar por él, quieres entrar en un servicio por él. Und er hat noch Liebespläne mit deinem Leben. Y él tiene muchos planos de amor contigo. Du musst nicht erschrecken. No, no te asustes cuando veas lo que él quiere hacer contigo. Er wird dich früher oder später in den Vollzeitdienst rufen. Tardo o temprano él te llamará al servicio al 100%, que vivirás en el servicio del Señor. Und der Herr möge dich bewahren und beschützen auf all deinen Wegen. Que el Señor te proteja en todos tus caminos. Möge dich ermutigen und stärken. Que él te dé las fuerzas, el coraje. Dass du ein feuriger Zeuge sein darfst. Para que seas un testigo muy, muy ardiente. Und den Herrn immer hochhalten darfst. Y para que puedas elevar su nombre. Das ist ein wunderbares Ziel. Eso es una meta muy, muy linda, muy buena. Und du hast heute eine wichtige Entscheidung getroffen. Y hoy has tomado una decisión muy importante en tu vida. Denn Taufe bedeutet, dass ich mein Leben ganz Jesus übergebe. Porque bautismo significa que entrego mi vida totalmente a Jesús. Und dass ich alles erwarte von ihm. Y que todo lo que recibo lo deseo de él, lo recibo de él. Seine Barmherzigkeit, seine Liebe, seine Vollmacht. Su amor, su fuerza, su poder. Und so segnen wir dich im Namen des Herrn Jesus. Y así te bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Ich habe hier tengo aquí für euch para cada uno de ustedes das Zeugnis der Taufe, das Diploma del Barbara, del bautismo para Bárbara, den Bibelvers, der euch begleiten soll. Y los versos de la Biblia que los acompaña a ustedes durante toda la vida. Und so gehen wir jetzt in Aktion. Y así queremos entrar en acción ahora y ir a las aguas. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Y así los bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ja, ja, weiß ich halt andere. Wahrscheinlich, ich bin einfach da stehen, aber ich nehme das, wenn jemand dreht, weißt du, dass ich da. Barbara Roque. Te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sumergir toda la persona. Ja.
Te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Damos gracias al Señor por esta linda fiesta. Wir sagen danke dem Herrn für dieses wunderbare Fest. Es una alegría ver a dos nuevos hermanos que asumen un compromiso con nuestro Dios. Es ist eine Freude, um neue Geschwister zu sehen, die einen Weg mit dem Herrn machen. Y esperamos ver lo que el Señor va a hacer en la vida de ellos. Und wir hoffen, das zu sehen, was der Herr in ihrem Leben machen möchte. Y tenemos la seguridad que será muy grande lo que el Señor hará en sus vidas. Und wir haben die Sicherheit, dass es sehr großes ist, was der Herr durch sie machen will. Bueno, yo quiero también agradecer al Señor. Und ich möchte auch dem Herrn Danke sagen. Agradecer al Pastor Andreas y la Pastora Joana. Pastor Andreas und Pastora Joana. Por este tiempo en que nos permitieron servir al lado de ustedes. Für diese Zeit, die wir neben euch, bei euch sein durften und euch dienen durften. Para nosotros fue una alegría trabajar con el liderazgo y con la iglesia. Für uns war es eine Freude, hier mit der Kirche zu agradecer arbeiten. Agradecer a mi hermano Martín también. Meinem Bruder Martin zu bedanken. Por habernos ayudado. Adriana también por recibirnos en su casa. Adriana, danke zu sagen, dass Sie uns empfangen haben bei Ihnen zu Hause. El Señor les bendiga abundantemente. Der Herr segne euch. Y por cada uno de ustedes. Und für jeden einzelnen von euch. Porque hicieron nuestra estadía mucho mejor. Weil ihr unser Dasein einfach viel verbessert habt. Y porque fue un privilegio servir juntos al Señor. Es war ein Privileg, mit euch zusammen gemeinsam dem Herrn zu dienen. Esta semana ya estamos regresando a Colombia. Diese Woche gehen wir wieder zurück nach Hause. Pero queremos pedirles que continúen firmes. Aber wir möchten euch bitten, dass ihr einfach sirviendo al Señor. Im Dienst des Herrn. Creciendo cada día en él. Dass ihr jeden Tag wächst in ihm. A los hermanos con los que venimos trabajando que sigan sirviendo al Señor. Und all die Menschen, die lieben Brüder, que sigan desarrollando todo lo que el Señor les ha dado. Mit denen wir gearbeitet haben, dass sie in diesem Dienst bleiben. Con los jóvenes también. Das ausbauen, was der Herr ihnen gegeben hat, euch gegeben hat. Porque tenemos la certeza que Dios va a hacer cosas grandes. Und auch die Jugendlichen, bleibt dran, denn wir wissen, wir haben die Überzeugung, dass der Herr Großes mit euch machen will, hier im Centro Cristiano in Weinfelden. Y ahora quiero invitar al Pastor Andreas. Ich möchte jetzt den Pastor Andreas einladen. La Pastora Joana lo recibimos con un aplauso al Señor. Ihr Lieben, wir freuen uns natürlich sehr, jetzt nach den Ferien wieder bei euch zu sein. Nos alegramos tanto de estar en nuestra casa después de las vacaciones. Es war für uns eine ganz spezielle Zeit, mal ein bisschen zur Ruhe zu kommen, auch zu erholen, zu genießen. Fue un tiempo lindo poder estar tranquilo disfrutando. Viele sind noch in den Ferien. Viele sind noch in den Ferien. Muchos vemos las sillas están desocupadas, muchos están todavía en vacaciones. Aber wir wollen euch von Herzen danken, jede einzelne Person, die in dieser Zeit mitgearbeitet hat. Pero queremos de todo corazón darle a cada hermano, a cada hermana que colaboró en este tiempo, que no estábamos en la iglesia con los pastores. Gemeinde besteht aus Menschen.
La iglesia son ustedes. Lebendige Bausteine. Las vivas piedras del Señor. Und jeder hat etwas zu geben in y cada uno de ustedes tiene algo para dar para el Señor. Und in diesem Sinn vielen herzlichen Dank für euren Einsatz in dieser Zeit. Muchas gracias a todos por todo su servicio en este tiempo. Aber ein ganz spezielles Danke geht an unsere Mentoren und Pastoren, Pastor Fausto, Pastora Neliete aus Kolumbien. Queremos de todo corazón darle las gracias a nuestro Pastor Fausto, a la Pastora Neliete. Heute heißt es, ja, physisch Abschied nehmen jetzt hier am Gottesdienst. Wir sehen Sie nachher noch. Sie sind dann noch auch bei uns. Aber am Donnerstag fliegen Sie zurück. Hoy es la despedida aquí oficial en la iglesia, pero estos días los pastores están con nosotros. Aber wir sind verbunden miteinander. Pero aunque ellos se van, nosotros seguimos conectados por el Espíritu de Dios en la iglesia. Auch wenn Sie zurückgehen nach Kolumbien, nach Cúcuta. Aunque ellos se vayan a Cúcuta, seguimos conectados con el Espíritu del Señor, con nuestro, los siervos del Señor. Ich möchte euch ein paar kleine Impressionen, Fotos haben wir mitgebracht von dieser Zeit, wo sie hier waren. Algo de lo que los pastores hicieron en este tiempo. Und zwar am 5. Juni haben wir das zweijährige Jubiläum gefeiert hier. El 5 de julio celebramos nosotros el jubileo de la iglesia. Und es war für uns natürlich speziell, dass sie beide dabei waren. Para nosotros fue maravilloso, una alegría en el corazón de tener nuestros pastores con nosotros. Aber es waren natürlich auch das nächste vielleicht Predigtdienste, sowohl von Pastor Aneliette wie Pastor Fausto in dieser Zeit. Aquí vemos a los siervos del Señor, a la Pastora Aneliette, a Pastor Fausto en el servicio. Es war ein Dienst im Rahmen von Frauentreffen, Mujeres Determinantes. Aquí estaba, la Pastora estuvo colaborando con las Mujeres Determinantes también. Oder auch Leiterschaftsschulung von Pastor Fausto. El liderazgo que estuvo enseñando el Pastor Fausto. Jeweils vor dem Gottesdienst. No? Jeweils vor dem Gottesdienst. El curso que hubo antes de los cultos. Ja. Und dann auch unsere jungen Leute. Ihr habt euch bei den jungen Leuten investiert. Agradecidos a Dios por la investición también en los jóvenes en la generación 21 del Centro Cristiano. Ja, und das ist so wunderbar, unsere jungen Leute da zu investieren. Es maravilloso tener esta juventud en la iglesia. Vielen Dank, dass ihr das auch gemacht habt. Muchas gracias, pastores, por todo el tiempo que dedicaron a la obra del Señor. Aber auch in der Begegnungstour im Thurgau. Pues también los pastores estuvieron colaborando en el encuentro de Thurgau, la evangelización. Genau, da waren sie mit dabei in Romanshorn und in Kreuzlingen. Diese Bilder hier sind von Kreuzlingen. Estas impresiones son de Kreuzlingen. Und ich freue mich so sehr, dass wir als Christen, verschiedene Christen aus Regionen im Kanton. Nos alegramos tanto que diferentes iglesias, diferentes lugares, los cristianos fueron a traer la palabra del Señor. In der Regel einmal im Monat draußen einen Einsatz machen dürfen, das ist so kostbar. Es ist maravilloso que una vez por mes se pueda salir a la evangelización. Also danke, dass ihr euch da mit investiert. Gracias, Pastor Aneliette, Pastor Fausto, por estar en investición en este trabajo también. Und dann haben wir den Geburtstag noch gefeiert von Pastor Celebramos Fausto. También el cumpleaños del Pastor Fausto. Das war für uns auch wunderbar und auch persönliche Zeit, die wir verbringen durften. Hier beispielsweise waren wir in Basel. Aquí también celebramos también en familia. Aber auch ich danke allen von unseren Schwestern und Brüdern, die Sie auch eingeladen haben, zu Hause oder auch sonst, Gemeinschaft hatten. Danke von ganzem Herzen. A todos aquellos que hicieron sentir nuestros pastores en casa. A todos aquellos que abrieron su casa, su corazón y los acompañaron en el tiempo que ellos estuvieron aquí en la iglesia. Ja, vielen herzlichen Dank. Muchas gracias. Aber natürlich auch Martin und Adriana, dass ihr diese wunderschöne Wohnung zur Verfügung gestellt habt, einmal mehr. Y queremos bendecir y agradecer de todo corazón que el Señor les bendiga, les multiplique a nuestro hermano Martín, a la hermana Adriana, por su ofrecimiento de su casa siempre. Weil ich weiß, unsere Mentoren sind sehr intensiv unterwegs in Kolumbien und es war auch ein bisschen eine Zeit von Erholung für sie. Para ellos es también maravilloso poder tener este lugar de bendición porque ellos están completamente siempre a más de 100% aquí en Colombia ocupaditos. Und was mir ganz speziell auch wichtig ist, ist noch zu sagen, in dieser Zeit haben sie etwas Neues installiert bei uns, und zwar altares familiares. Y qué lindo, le damos la gloria al Señor y gracias, Pastor, que se pudo tener el tema del altar familiar, establecer el tema del altar familiar en la iglesia. Genau, Familienaltar, das heißt, ich bin überzeugt, es wird Ehen und Familien stärken. Nämlich eine Möglichkeit, wo wir über diesen Gottesdienst nachdenken, Fragen beantworten, Zeit miteinander verbringen, eben als Ehepaar und Familie. Y seguiremos haciéndolo en el altar familiar, porque esto fortalece nuestra vida con el Señor en la iglesia.
In dem Sinn darf ich die beiden doch bitte noch zu uns. Los llamamos aquí juntos. Sí, los dos, por favor. Und ich denke, das gilt für uns alle. Kommt auch. Genau, Giovanna Esperanza. Einfach, wir wollen euch Danke sagen. Danke, danke, muchas, muchas gracias. Für eure Liebe, für euren Dienst. Bueno, En español. Bueno, vamos a darle, yo quiero darle de todo corazón las gracias al Señor primeramente. Ich möchte mi ganze Herzen danken an unsere lieber Gott für sein Plan von seine Wille in der Gemeindezentro Christian. Und ich möchte sagen, Pastor Fausto, Pastor Aneliete, gracias, muchas gracias por la colaboración en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Amen. Yo quiero bendecirlos con la palabra que dice que Jehová me los bendiga todo el tiempo, que Jehová me los guarde, que Jehová haga establecer su reino más y más y cumpla sus propósitos en vuestras vidas. Gracias, amigos. Gracias, hermanos. Seguimos la... Me da alegría venir a la iglesia. Amo la iglesia. Me da tristeza, pastores. Pero me alegro de saber que seguimos en comunión y que seguimos haciendo la obra del Señor. Es dos regalitos pequeñitos. Ah, eso. Übersetzt es, ¿no? Es ein bisschen lang für mich. Es va, dos regalitos pequeñitos y sind zwar pensé, kleine Geschenke. Es otros regalos grandes vienen, pero estos pequeñitos son para decirle, Pastor Aneliete, Pastor Fausto. Wir möchten euch sagen, Pastor Aneliete, Pastor Fausto. Mi deseo profundo con mi esposo, la Iglesia Centro Cristiano. Wir möchten euch einfach von Herzen danken aus unser Wunsch, euch von Herzen danken, auch. Es que si continúen siendo ese olor fragante al reino de Dios. Bleibt weiterhin diesen Geruch, diesen Wohlgeruch für den Herrn. Y continúen haciendo la obra del Señor. Und bleibt weiterhin in den Taten des Herrn. Todos Centro Cristiano queremos bendecirlos. Wir möchten alle vom Centro Cristiano euch segnen. Bendición de nuestro Padre eterno. Wir möchten euch segnen mit dem. Y declarando hoy, nosotros escuchamos que el Señor habló con ustedes proféticamente también. Und wir wissen, dass der Herr durch euch prophetisch gesprochen hat. Entonces que vayan a recibir y a establecer lo que Dios tenga preparado para vosotros. Ja, und soll das einsetzen oder stattfinden, was für uns, para nosotros, has dicho, ¿no? Sí. Was für uns eigentlich gesprochen ellos, worden ist, also für sie gesprochen worden ist, genau. Ja, quiero decirle a mi pastor Fausto, a mi pastor Aneliete, ich möchte euch beiden sagen, dass wir euch lieben. Y le mando saludos. Und ich sende von Herzen Grüße an allen treuen Geschwistern in der Kirche. An Pastor José Satirio dos Santos. Un abrazo muy grande. Eine große Umarmung. Gracias, Pastor José Satirio, por su colaboración en la iglesia en Suiza. Ganz herzlichen Dank, Pastor Satirio dos Santos, für die Unterstützung hier für das Centro Cristiano in Weinfelden. Y un abrazo a todos aquellos amigos en Tucunaré. Und eine große Umarmung vor allen Freunden in Tucunaré. En la nueva ilusión. In la nueva ilusión. En el proyecto Los Caracoles. Und im Projekt Los Caracoles. Porque esta iglesia, pastores. Weil diese Kirche, meine Pastoren. Estoy segura. Ich bin sicher. Que esta iglesia tendrá grande éxito. Dass diese Kirche einen großen Fortschritt machen wird. Pero lo que hacen allá también. Großer Erfolg haben wird. Por la intercesión de nuestros amigos. Ja, durch euch wird sie wachsen und gedeihen. Muchas gracias, amigos. Vielen herzlichen Dank, liebe Freunde. Ja. Ihr möchtet auch noch einen Dank weitergeben, oder? No? Nosotros también en nombre de toda la iglesia, los que estamos aquí, de toda la iglesia. Wir möchten im Namen von der ganzen Kirche, die hier anwesend ist, en el nombre de todos nuestros hermanos, queremos también agradecerle a los pastores porque fue un tiempo muy bonito, un tiempo verdaderamente de mucha bendición. Vielen herzlichen Dank im Namen von allen unseren Geschwistern hier für euer Arbeiten hier, für euren Einsatz hier. Es war eine sehr gesegnete Zeit. Y este es un regalito que entre todos hemos colaborado para. Ellos merecen esto y mucho más. Das ist ein kleines Geschenk, das wir jetzt zusammengetan haben. Ihr verdient euch viel mehr.
pero sabemos que ellos están muy bien recompensados porque trabaja para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amen. Sie sind einfach noch mehr beschenkt, weil wir wissen, dass sie für den Herrn arbeiten und ihr Dienst ist einfach gesegnet. Ellos trabajan para el dueño del oro y de la plata y sie arbeiten für den Besitzer des Goldes und des Silbers. Aleluya. Y esperamos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo que el próximo año ellos puedan volver. Und wir hoffen im Namen von unserem Herrn Jesus Christus, dass im nächsten Jahr sie wiederkommen können. Y solamente queremos decir que los amamos de verdad, los queremos muchísimo, mucha gente que los amamos y Joanita también quiere decirles algo a los pastores. Euch sagen, dass wir euch lieben. Viele, viele Leute lieben euch und auch Joanna möchte etwas sagen. No. Que los amamos. Y que lo vamos a extrañar mucho. Wir lieben euch und wir werden euch vermissen. Bueno, entonces, en nombre de todos ellos, pastores, aquí es un regalito de todos nosotros, con mucho amor y con mucho cariño. Ein Geschenk von y que el Señor Dios Todopoderoso los bendiga siempre y los lleve, y el ángel de Jehová campe siempre alrededor de ustedes. Segne euch und führe euch. El ángel de Jehová campe siempre alrededor de ellos. Der Engel des Herrn einfach immer um sie ist und sie beschützt. Y ellos han podido ver los ángeles. Martin y su esposa Adriana son un par de ángeles que han tenido aquí también. Und sie haben Martin und Adriana so als Engel gehabt in dieser Zeit. Y los pastores de nuestra iglesia también. Die Pastoren in unserer Kirche. Nuestros hermanos. Todos Geschwister, alle. Han sido, ellos han visto la mano de Dios porque Dios los ama muchísimo y el Señor oramos para die Hand des Herrn sehen. Oramos wir beten. Para que les vaya bien. Wir beten für sie, dass es ihnen gut geht, dass sie einen guten Flug, eine gute Reise haben. Y muchísimas gracias por todos los que han colaborado para este regalito para ellos y por euch allen ganz herzlichen Dank für alles, was ihr getan habt für sie, für dieses Geschenk, das ihr zu beigetragen habt. Y los bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Wir segnen euch im Namen des Vaters, des Herrn und des Heiligen Geistes. Amen. Ich bitte euch alle, dass wir noch aufstehen. Ich möchte noch beten für sie. Pido que se levanten, que se pongan de pie. Quiero orar por ellos. Sí, ich möchte. Ah, okay, gut. Kann sie gerne. Nelieta möchte noch ein Wort an euch richten. Mis amados, muchas gracias por todo. Meine Lieben, ganz herzlichen Dank für alles. Ustedes nos han hecho sentir como en casa. Ihr habt uns fühlen lassen, als seien wir zu Hause hemos in Kolumbien. El cuidado, wir wurden hier gehegt und el gepflegt. Amor, wir haben hier diese Liebe la protección, bekommen, diesen Schutz. Y aún la provisión. Und auch ja, Verpflegung, verpflegt worden. A través de cada uno de ustedes. Durch jeden von euch. En lo que hemos trabajado para formación de líderes. In all dem, was wir machen konnten in der Leiterschaft. En también estar haciendo el altar familiar. Und auch im Einrichten vom Altar familiar. Nosotros queremos que ustedes sigan avanzando. Und wir wünschen uns von Herzen, dass ihr weiterkommt, dass ihr weiter wächst. Hoy Giselle nos dio un testimonio tan lindo, ¿verdad, Giselle? Heute hat uns Giselle ein wunderbares Zeugnis gegeben. Yo quiero 5 minuticos, pase rapidito. Un minutico nada más, un minuto, no es 5, es 1. Einfach 5 Minuten etwas sagst darüber. Cuente del altar familiar. Gracias. Cuando comenzamos el tema en la iglesia de hacer el altar familiar. Als wir begonnen haben mit dem Altar familiar zu Hause, mit dem Familienaltar. Bueno, yo prácticamente oré al Señor. Ich betete den Herrn an. Que toda la familia estuviera. Und ich hoffte im Gebet, und dass die ganze Familie da sein würde. Pero comencé sola. Aber ich startete y alleine. Yo dije, así sea sola contigo, Señor, comienzo. Und ich dachte mir, auch wenn ich alleine bin mit mein Herr mit dir, aber ich starte trotzdem. Entonces después a la siguiente vez ya fue con mi esposo. So, und am zweiten Mal war schon mein Mann hier. Invité a mis hijas, pero estaban muy ocupadas. Und ich hatte meine Töchter eingeladen, pero aber sie waren sehr beschäftigt. Pero la semana pasada hubo altar familiar de los 5. Halleluja, aber die nächste Woche dann starteten wir alle zusammen zu 5. Amen. Entonces queremos que persistan también el altar familiar. Eso fortalece el vínculo dentro de casa. So hoffen wir, dass ihr auch in den Altar familiar einfach unterstützt, immer mehr, dass ihr wächst in dem drin. Es gibt einfach diesen Zusammenhalt im Herrn. Y nos lleva a ganar primeramente a los nuestros para el Señor.
Und das führt, dass wir einfach auch unsere Nächsten, unsere Lieben dann gewinnen. Nosotros vemos aquí una iglesia con una proyección muy grande. Wir sehen hier eine Kirche mit einer großen, sehr großen Projektion. Y me gusta decir cuando el Señor me habla. Und ich möchte, dass ich, mir gefällt es zu sagen, wenn der Herr mit mir spricht. Cuando veo lo que Dios está haciendo. Und mir gefällt es zu sehen, was der Herr am Machen aquí ist. Hay una proyección linda, sabe? Und hier habe ich eine große Projektion, eine große, hier sehe ich etwas Großes, das herankommt. Nos alegra saber que los pastores Joana y Andreas no están solos. Uns gefällt es zu sehen, dass Joana und Andreas als Pastoren nicht alleine unterwegs sind. Que ustedes también son parte de esa bendición. Ustedes también cargan el arca de la presencia del Señor en los hombros. Denn auch ihr seid Teil des Ganzen. Ihr trägt auch den Herrn und sein Wort in euch und an euch. Y estamos seguros que el próximo año veremos una cosecha aún más grande. Wir sind sicher und überzeugt, dass wir nächstes Jahr eine große Ernte sehen werden. Bendecimos a Mauricio que no pudo hoy bajar a las aguas porque se enfermó. Wir segnen auch Mauricio, der heute nicht ins Wasser steigen konnte, sich nicht taufen lassen konnte, weil er krank war. Pero desde aquí oramos por su pronta recuperación. Aber wir beten von hier aus, dass er schnellstmöglichst wieder sich erholt. Gracias pastores por la confianza. Vielen Dank, meine Pastoren, für das Vertrauen. Yo no suelto mi iglesia para cualquier persona. Ich lasse meine Kirche nicht los für irgendjemanden. Also ich gebe nicht meine Kirche frei, dass irgendjemand sie leitet. Y ustedes han confiado en nosotros. Und ihr habt uns vertraut. Muchas gracias por Vielen Dank dafür. Ich werde jetzt noch beten für unsere Pastoren und bitte haltet doch eure Hände mit nach vorne. Quiero orar para los pastores y les pido que levanten las manos. Gracias, Señor. Gracias. Vater im Himmel, wir danken dir von ganzem Herzen jetzt einfach, dass wir unsere Mentoren, Pastoren und Freunde segnen dürfen im Namen Jesus. Padre, te agradecemos de todo corazón que podamos orar, que podamos bendecir a nuestros pastores y mentores. Herr, du weißt alles, was sie hinein investiert haben an Liebe. Señor, tú sabes todo el tiempo y la energía que ellos han invertido acá en nuestra iglesia. Hingabe, Freude. Con todo el amor y con todo el corazón que han puesto en este trabajo. Und was sie zurückgelassen haben auch in Kolumbien, um uns zu dienen hier. Y todo lo que han dejado en Colombia y todo el trabajo que han dejado ahí para venir a ayudarnos a nosotros. Aber Herr, du bist treu und du hast dich auch in Kolumbien gekümmert in dieser Zeit. Y sabemos muy bien, Señor, que tú te has ocupado también en todos los trabajos en Colombia que han quedado. Herr, wir beten für eine große Rückerstattung für sie beide. Y te agradecemos de que tú le regales todo de nuevo, que les rellenes a ellos con todo lo que han dado, que tú se los des otra vez a ellos. Wir beten für eine gute Reise, bewahrte Reise. Te pedimos de corazón de que les regales un muy buen viaje. Und wir beten für Multiplikation in Kolumbien. Y te pedimos de corazón por multiplicación en Colombia. In der Schweiz. En Suiza. In Europa. En Europa. Weltweit. Y en todo el mundo. Und wir geben dir die Ehre von allem her. Y te alabamos, Señor, y te damos a ti toda la gloria, sí. So segne ich euch auch, jedes einzelne heute hier ist im Namen von unserem Herrn. Así los bendiga a ustedes y a cada uno que está aquí en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mit der Liebe des Vaters. Con el amor de nuestro Padre. Und der Heilige Geist möge euch leiten. Y que el Espíritu Santo los guíe en todo lo que hacen. Und an jedem Tag. Y en todos los días. Amén. Amén y amén. Also ihr müsst nicht sofort nach Hause, es gibt noch Kaffee, wir haben noch etwas vorbereitet, wir werden noch ein bisschen feiern. No se vayan enseguida a casa, quédense un poco acá, que han cocinado algo muy muy rico, han preparado cosas muy muy ricas. Und dann darf ich auch darauf hinweisen, ab dem nächsten Dienstag ab.